Ganz herzlich darf ich Sie zu einem weiteren Wochenrückblick hier aus meinem Büro in der Kreisverwaltung begrüßen. Schön, dass Sie wieder hereingeschaltet haben und ich möchte Sie gerne mitnehmen durch einige spannende Termine aus meinem Kalender der zurückliegenden Tage. Und es ging los am vergangenen Samstag mit der Eröffnung des zweiten Baumberger Marsches in Billerbeck und daran haben über 900 Personen aus der ganzen Bundesrepublik teilgenommen. Das hat sich also schon wirklich rumgesprochen zu einem Ereignis. Und ich hatte das Vergnügen, mit unserem Bundestagsabgeordneten Marc Henrichmann diesem tollen Ereignis beizuwohnen und einige Eröffnungsworte zu sprechen. Großes Kompliment an das Vorbereitungsteam. Das hat wirklich ganz tolle Arbeit geleistet und man kann sich, glaube ich, schon auf den nächsten Baumberger Marsch im kommenden Jahr freuen. Am Montag Jahresgespräch mit der Bundestagsabgeordneten Frau Dr. Spalleck, die für die Grünen im Deutschen Bundestag unsere Region vertritt. Wir hatten uns auf der Kolvenburg in Billerbeck getroffen. Anlass war eine Förderung, die die Bundesrepublik Deutschland nun für die Kolvenburg gewährt. Und da hatte Frau Dr. Spalleck uns bei unterstützt, dass das Ganze eben auf den Weg gebracht werden konnte. Und wir haben vor Ort uns dann angeschaut, was denn jetzt mit dieser Bundesförderung dann an der Kolvenburg an Maßnahmen durchgeführt werden können, um eben dieses besondere Kleinod, was ja als Kulturzentrum hier des Kreises betrieben wird, auch künftigen Generationen zugänglich zu halten und eben auch als kulturelles Erbe auch zu erhalten. Nachmittags dann die Sitzung des Kulturrates des Münsterland e.V. Ich darf seit einigen Jahren diesem Gremium als Vorsitzender halt dienen und es war insofern wieder einmal in dieser Sommersitzung thematisch ein guter Austausch und eben auch inhaltlich wirklich nochmal ein guter Austausch. Bevor wir dann die Sitzung begonnen hatten, war Gelegenheit und wirklich eine tolle Gelegenheit, durch Pfarrer Stefan Schürmeier die neue Katharinenkapelle sich anzuschauen, aber eben auch den Turm von St. Lambertus in Ascheberg als ganz markante Weg und Marke dann eben wirklich auch zu besichtigen. Und dafür nochmal ganz herzlichen Dank für die Gastfreundschaft der Pfarrgemeinde St. Lambertus in Ascheberg. Ja, der Dienstag war dann gleich von zwei besonderen Highlights geprägt. Einmal gegen Mittag, dann die Vorstellung des ersten öffentlichen Gebäudes in Europa, das im 3D-Druckverfahren hergestellt wird, das Vereinsheim des Sportvereins in Kapelle. Und wirklich total faszinierend zu sehen, wie eben dort nach und nach, Schicht für Schicht, dieses Gebäude wächst. Und in Anwesenheit unserer Bauministerin Ina Scharrenbach ist dies dann eben der Fachöffentlichkeit und der Presse vorgestellt worden. Und ich glaube, dieses Verfahren hat durchaus Potenzial, um künftig ganz beachtliche Marktanteile eben auch zu erwerben. Wir sind erstmal gespannt, wie das Ganze dann weiter wächst in Kapelle. Und der Kreis Coesfeld hat gerne an dieser Stelle die erforderliche Baugenehmigung erteilt. Und ich habe mir eben dann vor Ort das Ganze angeschaut. Abends dann ebenfalls ein besonderes Highlight, denn unser Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier besuchte auf einer Informationsreise mit rund 160 Diplomatinnen und Diplomaten das Schloss Nordkirchen. An diesem Tag hat er also eine Informationsfahrt durch ganz Nordrhein-Westfalen unternommen und der abendliche Ausklang dann eben wirklich auf Schloss Nordkirchen bei uns im schönen Kreis Coesfeld. Und ich hatte kurz auch Gelegenheit, mit dem Bundespräsidenten zu sprechen, ihm für seinen Besuch zu danken. Und es war schön, dass er sich eben wirklich auch für Gespräche dann noch Zeit genommen hat, bevor dann eben auch das offizielle Protokoll gewissermaßen übernommen hat. Und von daher wirklich ein besonderes Highlight an dieser Stelle. Mir ging es dann aber im weiteren Verlauf auch sehr darum, mich bei den Kolleginnen und Kollegen der Kreispolizeibehörde zu bedanken, die eben mit weiteren Kollegen natürlich aus anderen Behörden für die Sicherheit eben dieses Besuchs dann auch verantwortlich waren und die eben einen tollen Job dort gemacht haben. Das war für mich eben als Leiter der Kreispolizeibehörde nochmal sehr informativ, sehr hilfreich. Von daher nochmal ein herzliches Dankeschön. Ja, am Mittwoch konnte ich dann an der Sitzung des Kuratoriums der Annette von Droste-Hülshoff Stiftung auf Burg Hülshoff teilnehmen. Für mich auch immer ein sehr interessanter Termin, denn seit einigen Jahren entwickelt sich ja die Burg Hülshoff wirklich zu einem ganz tollen, über die Region hinaus
strahlenden Magneten, um eben das kulturelle Erbe der Annette von Droste-Hülshoff auch zu erhalten und auch natürlich zeitgemäß zu interpretieren. Und da habe ich wirklich mit großem Interesse dort der Sitzung beigewohnt. Ja, nachmittags dann tagte noch hier im Kreishaus der Unterausschuss, der sich mit dem Erweiterungsbau unseres Kreishauses und dem Neubau der Kreisleitstelle intensiv beschäftigt. Und dort ging es um einen Sachstandsbericht, um auch nochmal das Thema Bemusterung der einzelnen Böden etc. Und das ebenfalls war eine sehr spannende Sitzung. Bisher sind wir noch gut im Zeitplan und hoffen natürlich auch, dass das weiterhin so bleibt. Ja, am Donnerstagnachmittag dann noch ein interessanter Termin für mich in Lüdinghausen, Treffen mit den Leitungen der Feuerwehren bei uns im Kreis Coesfeld, die eben im Rahmen einer Dienstbesprechung, zu der eben unser Kreisbrandmeister Christoph Nolte eingeladen hatte, zusammengekommen waren. Ist für mich immer halt wichtig, um da einfach die Themen, die uns bewegen, die aktuell anstehen, halt mit den Leitungen der Feuerwehren halt zu besprechen. Von daher auch das nochmal ein ganz wichtiger Austausch. Ja, nun steht gewissermaßen für mich auch erstmal stehen einige Tage Urlaub bevor. Insofern darf ich Ihnen nochmals sehr herzlich schöne Sommertage wünschen und würde eben jetzt mich dann auch wieder am Ende der Ferien wieder in diesem Format bei Ihnen melden. Bleiben Sie gesund. Nochmals herzlichen Dank für Ihr Interesse und alles Gute.